So, dann machen wir mal wieder unsere kleine Labormission. Und das geht am besten natürlich mit unserem Lieblingssamurai. Also, Mission 10, See der Hoffnung. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen, da ist eine Menge Zeug, was da diesmal rumsteht. Hier vor allem vier Neo-Tanks auf einem Haufen. Und zum Glück Sami mit ein paar Schlachtschiffen hier dabei. Aber gut, und wir haben dafür auch hier ein Schlachtschiff in der Startarmee. Das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, nämlich nicht. Und wir haben noch den Bonus, wir spielen mit Kanbei. 30% mehr Schaden, 30% mehr Def. Das ist Kanbei. So. Heli, Infanterie, rein da. Und Panzer nach vorne. Dann. So, Sami ist dran. Und wir müssen zuerst mal das ausschalten, was hier am meisten nervt. Und das sind die Distanzwaffen, wie immer. Den hier machen. Also ich muss hier das Ganze in 18 Tagen sowieso machen und ansonsten muss ich jetzt sowieso mal schauen, wie ich es mache. Ob ich versuche, das Labor zu besetzen oder ob ich versuche, alle Einheiten kaputt zu machen. Ich persönlich sehe zwar Labor besetzen auf den ersten Blick etwas einfacher aus bei der Masse an Einheiten, die es hier gibt. Allerdings komme ich mit Einheiten kaputt machen hier meistens besser durch. So, da kommt jetzt erstmal mit einem Seitenhieb. Jetzt zieht sowieso die meisten Einheiten zurück. Dass ich mich nicht um alle auf einmal kümmern muss. Der hat es ganz knapp überlebt. Okay. Soweit passt noch alles.
einfach alles anschießen. Mit halb kaputten Einheiten kommen da nämlich nicht mehr weit. Speziell nicht gegen Kanbei. So, einen Bomber können wir damit schon mal mehr oder weniger abhaken. Auf einem HP reißt der nichts mehr. Das macht auch noch schöne 110%, das passt. Dann hier der Speer muss, der Kreuzer hier muss weg. So viel dazu. Oh, der bewegt seinen Neotank da echt in die Reichweite meiner Schlachtschiffe. Mutig. Dann hat er jetzt gleich mal einen Neotank weniger. Ja. Oder ich lasse ihn einfach mal auf. Oh nee, okay, bei 47% ziehen wir 60 ab. Gut, das ist natürlich logisch. Schießen wir ihm gleich da oben auch noch ein bisschen was kaputt. Oh, und er hat eine Super. Das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht. Morale Boost lohnt sich jetzt, glaube ich, fast gar nicht.
Machen wir lieber nächste Runde den Samurai Spirit. Okay. Du hast da so viele schöne Neo-Tanks. Wäre auch schade, wenn denen irgendwas passieren würde. Und der Medium-Tank da, der ist auch so schön. Mit halbem HP sind die mir alle bloß gar nicht mehr so gefährlich. Es lohnt sich immer noch nicht wirklich, den Samurai Spirit zu ziehen. Und alles, was er da hat, das kriege ich jetzt so oder so weg. Copter Fighters. Okay. Allzu viele Einheiten hat er eh nicht mehr übrig. Ich muss sowieso jetzt bald anfangen, Bomber zu spammen. Der ist weg. Und der ist auch weg. Ich glaube, ich konnte in dieser Mission noch nie so viel mit Samys Schlachtschiffen kaputt schießen. Und er hat wieder eine Super. Das ist ja super und so. Wenigstens hat er mir keinen Schaden mehr gemacht. Frage, wie viel Schaden macht das 63? Wie viel Schaden macht das 55? Na gut. Schieß mal ein Schlachtschiff ein bisschen an. Kreuzer mehr unterwegs, das heißt, ich kann da jetzt in aller Seelenruhe darauf und Zeug besetzen.
Okay. Und jetzt sehe ich da oben erst den Kreuzer. Ach, gut, gibt's halt ein U-Boot weniger. Der hat es nicht geschafft, mit einem U-Boot und einem Kreuzer das U-Boot kaputt zu schießen. Die Schlachtschiffe stehen jetzt natürlich voll im Weg. Und ironischerweise auch der da oben, die Missile. Zeit für einen Bomber. Es war klar, dass das nicht mehr reicht.